Seit 1935 wird diese schöne Tradition des Mühlenfestes in dem kleinen Ort Lobitsch gepflegt. Am vergangenen Wochenende war es wieder soweit. Lobitsch platzte förmlich aus allen Nähten und das nicht nur am Sonntag. Eingeläutet wurde das Fest bereits am Freitagabend mit Weber und den Butzemännern. Schon da zog es über 1000 Gäste auf den Dorfplatz und gefeiert wurde bis zum Abwinken. Trotz alledem standen die Organisatoren am Samstagmorgen wieder fit auf der Matte. Denn erstmals gab es in diesem Jahr hier ein Schleppertreffen. Dass das eine gute Idee war, bewies sich gleich in den frühen Morgenstunden. Hatten die Organisatoren um Stefan Stein mit einem Zuspruch von 30 bis 40 Fahrzeugen gerechnet, wurden ihre Erwartungen aber weit übertroffen. Also, am heutigen Tag ist es so, dass sich da hier die Schlepperfreunde aus den umliegenden Dörfern, Gemeinden und Städten zusammengefunden haben für gemeinschaftliches und gemütliches Zusammenkommen. Ich nenne es dann immer die Dieselgespräche. Über 60 Fuhrwerke präsentierten sich hier den Besuchern. Gegen Mittag startete der Tross dann zu einer Ausfahrt und anschließende Einzelpräsentation, wo Stefan Stein gemeinsam mit Jens Züger vom Kultur- und Traditionsverein die Moderation übernahm. Es war alles vertreten, Eigenbautraktoren, Belarus und auch neuere Technik, wie zum Beispiel von Fendt. Am Nachmittag kamen die Kinder zu Wort, oder besser gesagt, da standen die Kinder im Mittelpunkt. Ein umfangreiches Programm ließ hier absolut keine Langeweile aufkommen. Ganz gleich, ob sich die Kids für Technik interessierten und diese mal ausprobieren wollten oder ob sie sich per Polonaise übers Gelände schlängelten. Für die musikalische Unterhaltung der etwas älteren Generation sorgten zeitgleich die Original-Saaletaler. Und dann war es soweit. Der Sonntag war ran und das Mühlenfest erreichte seinen Höhepunkt. Tausende Gäste strömten gen Festplatz. Lars Schiefner und Jens Züger trafen letzte Vorbereitungen. Also ich bin der Obermüller der Lobitscher Altwerbermühle. Das heißt, ich darf die Müllerburschen befehligen, was sie zu tun haben, auch was sie zu lassen haben. Und zum Glück müssen meine Müllerburschen, die alten Weiber, anfangen. Dieses natürlich wehren dagegen. Ich darf ruhigen Schrittes daneben herlaufen und bin bei den Temperaturen sehr froh darüber. Alle 7 Jahre findet das Mühlenfest statt. 7 als Weiber verkleidete Männer werden mit Getöse durchgemahlen und erscheinen dann als wahre Schönheiten. Und so war es auch dieses Mal. Ohne die vielen fleißigen Helfer im Hintergrund wäre die Bewältigung dieses Spektakels gar nicht möglich. Landrat Harry Reiche war als Ortsrichter vor Ort und legte das weitere Geschehen in die Hände des fungierenden Obermüllers. Also jetzt geht's los mit Pferdewagen, mit Polizei, mit Kapelle natürlich. Und wir ziehen durchs Dorf. Ihr seid herzlich eingeladen. Los geht's! Und dann nahm das Prozedere seinen Lauf und der Festumzug begann. Angeführt vom Obermüller mit seinen treuen Gesellen samt dem Mühlenwagen. Wieder zurück mit einem prall gefüllten Wagen alter Weiber wurde die Mühle in Gang gesetzt. Und das Mühlenfest erreichte vor tausenden Zuschauern seinen Höhepunkt. Strahlender Sonnenschein und Temperaturen über 30 Grad ließen das Fest wieder zu einem Event der Superlative werden.